jeden Donnerstag The Battle. Through hell in the ring. Defy the most ferocious opponents. Mit The Battle geht es auch gleich hier im Programm weiter. Diesmal werden wir Albert Kraus im Visier haben. Sam is full of tricks to make him talk. In The Battle, only on Eurosport. Hier noch ein paar Bilder von Sam Pagal und seinen Freunden aus der Kämpferei. Und diese Bilder lasse ich Ihnen unkommentiert stehen und gleich geht's dann hier weiter mit The Battle und Albert Kraus. Testicles. If I win the tournament, I'm gonna give this to my family. Yes, of course. That's good. Yes. You know I'm from your family. Yes, of course, you also. We are together from Africa, you look the same. Mama Guzina, Africa. Crazy. The guy is crazy. But you also, eh? Yeah. Okay, my friend, see you later. Yeah. Thank you very much. Yes, I hope you enjoyed the time here in my city, in Basel. I hope it's nice. It depends. You have everything, eh? Dem K1 und macht mit ihnen eine Reihe von Glücksspielen, 4 Durchgänge. Jedes Mal, wenn die K1-Legenden gewinnen, dann dürfen sie aussuchen, welches Turnier, welche Kämpfe von ihnen gezeigt werden. Aber gewinnt Sam Pagal dieses Glücksspiel, dann holt er sich die Kämpfe raus, in denen die K1-Legenden ganz schlecht, ganz alt aussehen. Sam Pagal hier auf der Suche nach Albert Kraus. Hallo? Who's looking for me? Hallo, wer sucht mich? Okay. Man hat mir gesagt, sie würden nach mir suchen. Sie wissen, warum ich nach ihnen fahnde? The Battle. Albert Kraus. Sie sind einer der besten K1 World Max Fighter und einer der Champions. Dadurch bekamen sie den Beinamen The Hurricane. Sind sie bereit für The Battle? Ja. So let's go for it. Da mal los. Albert. Albert, heute Abend werden Sie gefordert. This is your challenge. Sie müssen 4 Spiele gegen mich bestreiten. Und immer wenn Sie gewinnen, dürfen Sie aussuchen, welchen Kampf wir zeigen sollen. Aber wenn Sie verlieren, dann darf ich die Kämpfe aussuchen.
And trust me, it's going to be the worst fight you have ever done. Das sind die schlechtesten, die sie je gemacht haben. Okay, ich glaube, dann darf ich die ganze Nacht lang aussehen. Let's go. Sie haben den ersten Durchgang gegen mich gewonnen. Was wählen Sie aus? Der erste Kampf soll das Duell gegen Kaolan Kaushevit sein. Das war das K1 World Max Finale. Der zweite dann, der Kampf gegen Andy Sauer. Gegen Kao Vishit, das K1 World Max Finale im Jahr 2002. Das war das Finale beim World Max Turnier von 2002. Wie man an meinem Gesicht und meinem Körper erkennen kann, hatte ich schon zwei sehr harte Kämpfe hinter mir. Kao Vishit dagegen machte noch einen relativ frischen Eindruck, denn für ihn war es leichter, ins Finale zu kommen. Mein erster Kampf war gegen Shane Chapman aus Neuseeland. Danach hatte ich jede Menge Verletzungen und dann kam im Halbfinale der Star aus Japan, Masato. Ich schlug ihn nieder und er musste bis 8 angezählt werden. Dadurch gewann ich nach Punkten. Als ich in das Finale ging, da waren meine Arme und Beine schon sehr angegriffen und müde. Und meine Augen, die waren ziemlich zu. Es war ein sehr harter Kampf für mich, aber ich habe gleich von Anfang an alles gegeben. Und es hat auch gut funktioniert, denn nach 40 Sekunden gewann ich den World Max Titel und wurde der erste Champion. Albert, wie kann man denn ohne Beine kämpfen, dazu noch mit geschlossenen Augen und Prellungen am ganzen Körper? Wie haben Sie das denn eigentlich angestellt? Sie kamen aus ihrer Kabine, stiegen in den Ring und wussten eigentlich überhaupt nicht, wie sie da kämpfen sollten. Aber es hat trotzdem geklappt. Ja, in meiner Kabine hatte ich wirklich jede Menge Schmerzen. Doch als ich da in den Ring kam, da wurde mein Kampfgeist immer größer und ich habe den Schmerz überhaupt nicht mehr gespürt, weil ich wusste, dass mein Gegner mir wehtun wollte und da wollte ich einfach dagegenhalten. Ich glaube, man kann in so einer Situation dann irgendwie einen Schalter umlegen. Das war unglaublich stark. Das war einfach unglaublich. Und sie holten sich ihren ersten Titel. So, jetzt kommen wir zu ihrer nächsten Auswahl. Das war der Kampf gegen Andy Sauer. Albert Kraus gegen Andy Sauer aus dem Jahre 2003. Hier bei The Battle. Ich hatte in meinem neuen Gym eine gute Vorbereitung. In dieser Zeit wurde ich von Dennis Crauville trainiert, vom Team Super Pro. Aus dem Lager von Andy Sauer wurde vor dem Kampf eine Menge Tamtam gemacht. Man behauptete, er wäre der bessere Kämpfer und würde mich besiegen. Aber dadurch war ich natürlich unheimlich motiviert, um allen zu zeigen, dass ich besser bin als er. Ich glaube, wenn wir uns den Kampf jetzt ansehen, dann wird man schon erkennen können, wer der bessere Kämpfer ist. Was haben die Leute denn gesagt, als sie gewonnen hatten? Und was geschah zwischen ihnen beiden? Also für mich ist ein Kampf einfach ein Kampf.
Ich glaube, Sie haben hinterher behauptet, ich hätte den Ellbogen eingesetzt. Aber das kann man ja wohl ganz klar erkennen, dass das nicht stimmt. Vielleicht hat er so um die 40 oder 50 Schläge an den Kopf kassiert, alle ohne Ellbogen. Auf jeden Fall habe ich ihm eine Menge davon verpasst. Haben Sie vorher zusammen trainiert? Ja, ja, vorher haben wir ungefähr ein Jahr gemeinsam trainiert. Wenn Sie sich den Kampf gegen Francis Itai ansehen, da habe ich dieselbe Ecke. Aber das hat mit dem Trainer damals nicht immer so gut funktioniert. Ich habe deshalb dann das Gym gewechselt, habe mich dann verbessert, also eine gute Wahl getroffen. Also da war eine Menge Respekt zwischen ihnen, aber dieser Kampf hat aber auch letztlich einen Keil zwischen ihnen getrieben. Ja, aber wie eben schon gesagt, ein Kampf ist ein Kampf. Aber gerade für dieses Duell haben sie mich angestachelt, weil sie behaupteten, er wäre besser und ich daher unbedingt gewinnen und wollte. Und das wollte ich auch zeigen, dass das nicht stimmt. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, sehr eindrucksvoll, wie man hier sehen kann. Ja, das sehe ich. Er muss wirklich sehr viele Schläge einstecken. War das nicht sehr schwer für ihn? Ja, er hat schon sehr viel eingesteckt. Ich war sehr motiviert und ich musste unbedingt gewinnen, wie auch immer. Glauben Sie, das war einer Ihrer besten Kämpfe überhaupt? Ich glaube, dass ich an diesem Tag des Turniers in sehr guter Form war. Ich hatte sehr hart trainiert und war richtig heiß. Ich habe wirklich sehr hart dafür trainiert. Ich war in guter Verfassung und es war einfach mein Tag. Was a good day for me until I was in the final. Damit war ich im Finale. Ich habe noch nie gesehen, dass Sie in einer Runde so viele Schläge abgefeuert haben. Ja, wenn man Blut geleckt hat, dann kann man das auch. Ja, man muss einfach immer auf den Punkt gehen, immer weitermachen. Hat Sie das an der Spitze gehalten? Ich glaube ja, ich gab immer alles für den Sieg und wenn ich eine kleine Chance sehe zu gewinnen, dann nutze ich sie. Umso schneller, umso besser. Ist es denn so, dass Blut bei Ihnen neue Kräfte freimacht? Ja, vielleicht ist es so, dass man irgendwo ganz hinten ein kleines Licht brennen sieht und dann fängt man an weiterzumachen und hängt sich richtig rein und bis man dann das große Licht erreicht hat. Und was passiert hier? Ist das das Ende? Ist er fertig? Er hatte einen Cut über dem Auge. Das musste dann mit 12 Stichen genäht werden. Die Verletzung war so schwer, dass er aufhören musste. Ja, es war ein richtig großer Cut und ich war in der nächsten Runde. Wie haben Sie sich danach gefühlt? So viele Leute hatten vorher darüber geredet und jetzt hatten Sie gewonnen. Ich war rundum zufrieden mit dem Kampf. Es war wie ein Traum. So muss es sein. Dann läuft es für mich einfach. Also Albert, 2002 war ja ein echtes Sahnejahr für Sie. Sie waren zum ersten Mal dabei und haben sofort den Titel gewonnen. Haben Sie noch Erinnerungen daran, wie es Ihnen damals ergangen ist? Ja, ich war noch sehr jung. Der Jüngste überhaupt in diesem Turnier und der Unerfahrenste. Außerdem war ich auch der Leichteste. Und ich kam nach Japan, um erstmal einen guten Kampf zu zeigen. Und danach wollte ich mal gucken, was sonst noch so geht. Ich habe alles gegeben und bin in die nächste Runde gekommen und habe gegen Masato gekämpft. Schon vor dem Kampf, als ich an den Ring ging, da war ich mir sicher, den Kampf zu gewinnen. Und ich habe die dann ja auch gewonnen und bin ins Finale eingezogen. Ich wusste nur nicht, was ich da sollte, denn ich war völlig platt.
Außerdem hatte ich überall Blutergüsse, die richtig wehgetan haben. Ich war eigentlich nicht nach Japan gekommen, um das Turnier zu gewinnen. Ich wollte nur zeigen, wie gut ich kämpfen kann.